Wirklich, es ist ganz anders als bei uns. Spaß! Tschüss! Erstes Gefühl für Australien. Ich finde es nicht so teuer. Weil ich brauche das, um mich wohlzufühlen. Besser haben wir es brauchen. Das ist ja nicht wie. Sophie, wir haben uns im Schatten kennengelernt. Ich sag's ehrlich, das ist wieder ein Full Circle Moment. Können wir nichts machen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich bin jetzt gerade in den Tag gestartet. Ich hatte so einen richtig ruhigen Morgen, habe ich sehr genossen. Und jetzt wollten wir eigentlich gerade einkaufen gehen, aber es ist alles zu. Deswegen müssen wir mal brunchen gehen. Kann man nichts machen, aber heute ist auch Sonntag. Ne? Sonntag ist ja Brunchtag. Und heute macht irgendwie alles erst so um 12, nee, 11, um 11 auf. Und ja, deswegen treffen wir uns gleich unten, werden brunchen gehen. Und ich freue mich jetzt auch ein bisschen rauszugehen. Ich bin gespannt, wie warm das so ist. Und habe richtig gut geschlafen. Ich habe voll tief geschlafen und möchte hier auch wieder eine gute Schlafroutine haben und so. Also bin ich schon mal sehr froh und genau, habe jetzt aber auch echt großen Hunger. Wir haben uns schon ein Restaurant ausgesucht und es sieht mega nice aus, deswegen gehen wir da jetzt mal hin. Schau mal, was wir gerade herausgefunden haben. Konsultieren. Also ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass ich direkt schon eine kennengelernt habe. Das ist Sophie. Wir haben uns im Schatten kennengelernt. Und wir haben gerade herausgefunden, dass du schon mal ein Reel von mir zugeschickt bekommen hast. Und ja, jetzt sind wir hier beide in Australien. Das ist klasse. Okay Leute, ich werde jetzt hier das erste Mal einkaufen. Und ich wollte euch mal die Sachen zeigen, weil ich es mal voll interessant finde. Und ich muss auch tatsächlich sagen, erstes Gefühl für Australien, ich finde es nicht so teuer. Ich glaube, das Ding ist halt, der Wechselkurs ist gerade sehr praktisch. Und ich liebe das immer. Australische Dollar sind halt mehr als Euro. Und wenn man immer noch was runterrechnen kann, wäre klasse. Also es gibt nur einen kleinen Food Haul. Ich habe einmal Salat gekauft. Der hat, glaube ich, so 3 Dollar gekostet. Sind so 2 Euro. Finde ich voll okay. Bananen. Granola. Das war ein bisschen teurer, aber es ist auch sehr sexy. Ich meine, Honey, Almond, Cinnamon. Und es ist halt auch, es sind 750 Gramm. Also das wird ein bisschen reichen. Und das ist dann, glaube ich, schon mal so mein Frühstück mit Greek Joghurt. Das ist auch einfach ein Liter. Das ist so, also ein Kilo. Die Joghurt wird ein Kilo angegeben. Dann haben wir eine Mango, die fühlt sich auch sehr gut an. Gurke, Karotten, Hummus, eine Avocado, die war krass günstig. Die hat 1 Euro gekostet. Nee, doch, die fühlt sich gut an. Nektarinen, ich liebe Nektarinen, ich bin ein ganz großer Fan. Und dann haben wir noch eine Sweet Potato. Und jetzt ratet mal ganz kurz, was das alles gekostet hat. Ihr habt alles gesehen. Es hat 30 Dollar gekostet und das ist einfach 18 Euro oder 19 Euro. Ich hätte in Wien sicherlich dafür mehr gezahlt. Also ich muss sagen, dafür, dass jeder angekündigt hat, so oh, Australien mach ich schon mal, stell ich schon mal drauf an, das ist krass teuer. Geht. Finde ich okay. Und jetzt hole ich mir noch eine Bettdecke ab. Ich hatte nämlich, ich war in so einer Brisbane-Gruppe drin und da ist jemand, der heute auszieht und der eine Bettdecke loswerden möchte. Und die werde ich jetzt gleich mal abholen. Das ist aber 30 Minuten Walk von hier. Ich dachte, der wohnt in dem Studentenwohnheim. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen Pain. Aber gut, ich komme jetzt erstmal hier die Sachen in den Kühlschrank. Und ich habe noch ein paar andere Sachen gekauft, die zeige ich euch dann aber später. Aber ich glaube, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg. Oh, meine Augen sind schon wieder so crazy von der Sonnenmilch. Aber egal, ich habe jetzt auf jeden Fall die Sachen abgeholt. Ich habe einmal eine Bettdecke bekommen, Bettwäsche. Und dann hat er mir noch alles so zusammengepackt, was er nicht mehr braucht. Und ich war jetzt gerade so 5 Minuten auf dem Weg und ich war so, ich kann das nicht. Es ist so fucking schwer. Da ist auch noch so eine Milch drin und dann ist es auch sehr unhandlich. Und ich habe geschaut, ein Uber kostet 9,30 Dollar. Das sind, glaube ich, so 7 Euro. Also, das ist mir wert, weil ich müsste jetzt von hier noch 20 Minuten gehen. Deswegen habe ich mir jetzt einen Uber gerufen. Und dann schauen wir mal in die Tüte rein. Ich bin voll gespannt, was da alles drin ist. So, ich bin jetzt wieder da. Und ich bin jetzt mal gespannt auf die Wundertüte. Schauen wir, was wir alles drin haben. Ich habe die Bettwäsche jetzt erstmal draußen gelassen. Ich glaube, ich möchte die schon unbedingt nochmal waschen. Ich habe seitdem das in, habe ich es eigentlich erzählt? Auf Bali war ich in einem Hotel, das auf einmal Bettwanzen hatte. Und seitdem bin ich paranoid. Ich habe meine ganzen Sachen in einen Plastikbeutel gemacht und in die Sonne gelegt, also ich bin auf jeden Fall safe. Aber ich möchte jetzt echt nicht hier mein Zimmer schleppen. Habe ich eigentlich jetzt schon einen Sommerloch bekommen? Ne, ich glaube, es ist Anstrengung. So, jetzt haben wir einmal Milch. Okay, eigentlich ganz, ja, ich habe nämlich keine Milch gekauft. Klopapier. Braucht man auch immer. Was haben wir hier alles? Das ist Waschmittel und ich sag's ehrlich, das ist wieder ein Full Circle Moment, denn ich habe euch doch erzählt, ich glaube in dem Vlog davor, dass ich gestern ja groß einkaufen war und ich habe eigentlich auch
ich war mir so sicher, dass ich Waschmittel gekauft habe. Also ich habe es auf jeden Fall nicht in den Korb gepackt, aber ich hatte es nicht. Es war nicht da. Sollte so sein. Und ich habe es noch nicht bezahlt. Deswegen, was haben wir hier? Weet-Bix. Nice, die habe ich gesehen. Und die wollte ich echt unbedingt mal probieren. Nice. Sind so, ich verstehe das noch nicht so ganz, aber ist ja eigentlich wie, oh, geil. Die wollte ich auch immer mal probieren. Lotus. Toll. Ich habe die noch nie gekauft. Oh mein Gott, das riecht ja so lecker. Das riecht einfach wie Spekulatius. Danke. Geil. Nesquik. Für eine Hot Chocolate. Okay. Geil. Eine Orangina. Was haben wir hier? Das ist auch cool. So ein Airfreshener. Und dann, das finde ich natürlich sehr geil. Ach, das ist ein Shampoo. Ich dachte, das wäre eine Bodylotion. Egal, dann habe ich jetzt noch ein großes Shampoo. Aber es ist halt auch wieder 5 in 1. Ich bin halt kein Mann, wisst ihr? Naja. Für Männerbesuch. Spaß! Tschüss! Okay, besser haben wir als brauchen. Und jetzt wollte ich euch noch zeigen, was ich heute sonst noch gekauft habe. Das ist einfach die größte Plastiktüte, die ich jemals gesehen habe. Also, ich habe dann heute noch einen Mülleimer gekauft. Das war nicht das gleiche wie gestern. Ich war mir auch sehr sicher, dass ich eigentlich einen eingekauft hätte, aber er war dann am Ende auch nicht da. Naja, dann so fancy. Das ist so ein Raumduft. Brauchte ich. Auch nicht teuer. Brauchte ich. Dann habe ich mir ein bisschen Deko... Warte mal, erstmal brauchen wir hier diese Sache. Ich habe nämlich einen so einen Becher gekauft. Ich denke mal, da mache ich meine Pinsel rein. Dann Geschirrtücher. Die teile ich mir mit Sophie, weil das sind 10 Stück. Und diese schöne Pflanze, die ist mega, oder? Und ich glaube, dann stelle ich die beiden Sachen, weil schaut mal, wie gut die harmonieren, stelle ich die da oben rauf. Ich glaube, das mache ich mal direkt. Und ich habe jetzt auch ein bisschen Hunger. Ja, deswegen, ich glaube, möchte ich jetzt Weet-Bix essen. Weet-Bix. Aussie owned and made. Ich dachte, die wären amerikanisch. Ja, was mache ich denn jetzt? Deswegen habe ich auch keine Lust, eine Waschmaschine eigentlich anzumachen, nur wegen einer Bettdecke. I don't know what I'll do now. Oh mein Gott, das sieht mega aus, oder? Ich habe hier griechischen Joghurt, Banane, Pfirsich und Granola. Ich liebe auch die Schüssel. Und das werde ich jetzt mal essen. Ich habe nämlich echt großen Hunger. Boah, Leute, ich war gerade nochmal einkaufen, weil wir natürlich schon wieder 48 Sachen vergessen hatten. Aber jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles. Ich freue mich auch voll über die Sachen. Deswegen zeige ich euch die jetzt mal. Mann, es ist hier voll dunkel. So, das ist leider ein bisschen dunkel, weil meine Schraubschlampe nicht geht. Da muss ich hier gleich erstmal hier eine Reparatur anfordern. Aber schaut mal, wie schön mit der Deko im Hintergrund. Toll, ich mag es. Und ich möchte irgendwie auch noch irgendwas Schönes auf meinen Schreibtisch stellen. Ja, weil ich brauche das, um mich wohlzufühlen. So, also ich habe einmal ein Schneidebrett gekauft. Hier sind zwar so Bretter, aber die sind, man weiß nicht genau, wem die gehören. Und die sind aus Plastik. Und ich habe gehört, wenn man auf Plastik schneidet, kommt immer ein bisschen Mikroplastik mit. And I don't know, I don't need that. Deswegen habe ich mir dieses Holzbrett gekauft, weil das auch wirklich nicht teuer war. Das hat 5 Euro gekostet für so ein riesiges Holzbrett. Finde ich absolut fein. Dann habe ich einmal so ein Top-Fun-Set. Richtig unnötig, wir teilen uns hier nicht die Töpfe, irgendwie hat jeder seine eigenen Sachen. Finde ich sehr unnötig, aber egal. Und das ist eigentlich perfekt. Das ist ein kleiner Topf, ein großer Topf und eine Pfanne. Das braucht man mehr. Also finde ich super. Und das hat 12 Dollar gekostet. Also ich denke mal 8 Euro. Habe ich mir einmal Glasreiniger gekauft. Ich habe nämlich gestern, ich habe mir nur so einen universellen Reiniger gekauft. Und damit habe ich meinen Spiegel geputzt und I cannot recommend. Der ist immer noch ein bisschen milchig. Deswegen habe ich jetzt auch mal mit Glasreiniger geputzt und ich hoffe, dass es fein ist. Und habe ich mir ein Buch gekauft. Ich weiß, ich wollte unbedingt, ich wollte ein Buch haben. Und das habe ich jetzt ein paar Mal gesehen. Attached. Are you anxious, avoidant or secure? Und das klang sehr gut und ich liebe weiße Bücher. Ich weiß, es ist ein bisschen dämlich, aber es sah halt auch sehr schön aus. Und ich dachte, wenn ich mir ein Buch kaufe, dann wenigstens ein schönes. Ja. Dann haben wir jetzt mal gerade eine Waschmaschine angemacht mit der Bettwäsche. Und die packe ich dann auch mal heiß im Trockner. Ich bin ein bisschen paranoid wegen Bettwanzen, deswegen wollte ich das unbedingt nochmal machen. Und ja, dann habe ich, glaube ich, wirklich alles. Und dann werde ich mich, glaube ich, auch bald mal um Abendessen kümmern. Ich habe ja auch schon Hunger. Und heute kann ich auch mal vielleicht ein bisschen... Naja, ich habe nichts da zum Kochen, aber ich kann mir ein bisschen was zubereiten. Ich habe Süßkartoffel, gleich mal Süßkartoffel, Hummus und vielleicht so einen kleinen Salat. Ja, das war ein richtig langer Tag. Ich bin auch den ganzen Tag rumgerannt. Ich kann mal gucken, was ich an Schritten habe. Because that was a lot. So, Pommes in the health. Und ich muss unbedingt noch wegen einer... Oh, ist so hell. Wegen einer SIM-Karte schauen. Und...
16.000 Schritte, macht euch mal einen Begriff. SIM-Karte und irgendwas muss ich noch. Achso, wegen der Uni-Events nächste Woche. Nächste Woche geht es nämlich auch mit der Uni los. Habe ich erzählt, dass wir heute bei der Uni waren. Und die sieht mega geil aus. Der Campus ist toll. Scheinbar, das ist ja, ich bin in der QUT, Queensland University of Technology. Und also obviously jetzt ne, keine Business-Uni. Und scheinbar ist das Business-Gebäude Gebäude Z. Und ihr könnt euch vorstellen, das Gebäude Z am Arsch der Welt ist. Aber egal. Ich muss mal gucken, wo ich überhaupt bin. Das kann ich jetzt gleich mal gucken. Ja, okay. Das war's. Oh mein Gott, Leute, das ist amazing. Also hier ist die OWI quasi und wir haben so viele tolle Sachen bekommen. Wirklich, es ist ganz anders als bei uns. Man kriegt, wir haben alles bekommen. Das muss ich euch nachher genau zeigen. Und jetzt bin ich noch bei so einer Coffee Hour. Da gehe ich jetzt mal hin. Es ist halt mega cool, dass es einfach eine ganze Woche gibt, die nur eigentlich dafür da ist, dass man sich kennenlernt. Ich kenne mich hier natürlich noch nicht so ganz aus, aber jetzt, ja, mal schauen, wer da noch so ist. Wir werden jetzt die ganze Zeit so unter Deutschen und eigentlich möchte ich auch ein paar Internationals kennenlernen. Heute so unseren ersten Unitag und deswegen, keine Ahnung, es war irgendwie viel, wir waren die ganze Zeit unter Leuten und viel Smalltalk geführt, deswegen habe ich euch da jetzt nicht so wirklich mitgenommen, nur glaube ich, habe ich ein paar Einblicke gezeigt. Wir waren jetzt gerade mal einkaufen und ich wollte euch mal meinen Einkauf zeigen, weil ich finde meinen Einkauf super fancy und ich habe mir irgendwie auch, keine Ahnung, jetzt muss ich mir so ein bisschen eine Base hier aufbauen und ich denke mir bei Essen auch manchmal, ich bin da schon bereit, auch mehr Geld auszugeben. Weil mir meine Gesundheit einfach wichtig ist und ich kann andere Sachen, ich habe zum Beispiel, ich zeige es jetzt einfach mal, ich habe mir Leinsamen gekauft, das ist ein Leinsamen-Mix, da sind Leinsamen drin, da noch was drin, ach genau, Sonnenblumenkerne und Mandeln, das war halt das Einzige, was wir mit Leinsamen hatten, aber Leinsamen ist so das Gesündeste, was man, also super gesund einfach und ja, das habe ich halt gekauft. Dann habe ich einmal Balsamico-Essig gekauft, weil ich dachte, da hat man immer so ein Salatdressing. Ich habe mir ein Brot gekauft, das sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Ich wollte mir nämlich heute Abend einen Avocado-Toast machen, Avocados sind hier sehr günstig. Dann habe ich mir extra virgin olive oil gekauft und das ist halt so eine Sache, beim Olivenöl würde ich jetzt nicht anfangen zu sparen, wisst ihr? Dann denke ich mir dann, okay, ich gebe jetzt über die 2 Dollar mehr aus, weil ich gesundes Olivenöl haben möchte und so muss ich mir das jetzt mal kurz rechtfertigen. Weil ich habe nämlich auch, oh mein Gott, ich wollte schon immer haben, Apple Cider Vinegar gekauft. Also Apfelessig soll eh super gesund sein. Ich möchte jetzt mal probieren, dass ich jeden Morgen, ich glaube so ein oder zwei Teelöffel Apfelessig trinke. Soll, glaube ich, nämlich auch den, ich kann es gar nicht genau erklären, aber es soll auf jeden Fall sehr gut sein am Morgen. Das werde ich mal ausprobieren. Und dann habe ich noch einmal Eier gekauft. Und ich habe hier noch in meiner Kleintasche was. Ich habe einmal Cream Cheese gekauft. Für meinen Avocado Toast. Die, das ist so lustig, die Australier, die benutzen ja scheinbar immer so Abkürzungen. Das haben wir heute auch in der Uni nochmal gelernt. Also mein Avo Toast. Ich weiß auch nicht, wie ich das finden soll. Ich glaube, ich finde es irgendwie ein bisschen weird. Ich hoffe, dass die Leute mich hier nicht hören können. Ich bin ja in so einem Shared Apartment. Naja, die sprechen auf jeden Fall nicht Deutsch. Das ist schon mal gut. Cinnamon. Mein Frühstück. Und eine Lemon. Zum Einkauf, ja. Und ich werde mir jetzt nämlich... Oh, und dann... Oh, Leute, oh mein Gott. Ich brauchte diesen Becher. Ich habe den gesehen und ich war so... I need you. Weil ich habe jetzt hier halt kein Glas. Und da dachte ich... Ich kaufe halt lieber kein Glas und dafür diesen fancy Becher, damit ich mehr trinke. Und das wird so mein Accessoire für den Schreibtisch, habe ich auch überlegt. Damit ich, ja, so habe ich mir das, ne, so wurde das gerechtfertigt. Und jetzt werde ich mir, glaube ich, einen Avocado-Toast machen. Und ich würde sagen, dann gebe ich euch mal ein Update, wie der erste Unitag war. Okay, Update, ich habe jetzt mal kurz die ganze Küche geputzt, weil vorher sah sie echt nicht schön aus. Und jetzt finde ich es ja sehr angenehm. Und jetzt werde ich mir meinen Avocado-Toast machen. Okay, das sieht jetzt auch relativ trostlos aus. Ich habe noch keine Gabel. Und die Pfanne ist so beschissen. Also ich konnte das einfach gar nicht anbraten. Aber egal. Mein Becher ist süß, oder? Und das esse ich jetzt mal. Oh mein Gott, Leute. Das sind einfach alle Sachen, die wir jetzt in der O-Week bekommen haben. Es sind wirklich so coole Sachen. Also einmal der Jutebeutel. Der ist mega. Ist auch so ein richtig fester. Dann diese coole Flasche. Ich meine, die sind ja eh gerade voll im Trend. Dann noch so kleine Notizbücher. Ein richtig cooler Buckethead einfach. Ich mag die Farbe auch voll. Der Planner ist tatsächlich ziemlich cool. Ich habe nämlich keinen, also ich mag den total gerne. Ich habe nämlich keinen Planner mitgenommen. Dann auch noch so ein großes, eine große Übersicht für die Monate. Love it as well. Zwei T-Shirts einfach.
super nice. Und Periodenunterwäsche? Also, oh mein Gott. Also Leute, die Schreibtischlampe funktioniert jetzt, aber die ist so kalt. Da sehe ich richtig blass aus. Bin doch gar nicht. Naja, bin schon ein bisschen blass noch. Aber gut, ich wollte jetzt nochmal ein kleines Update geben von den letzten Tagen. Das ist jetzt ja eigentlich so mein vierter Tag, glaube ich, in Brisbane. Und ich habe eben nochmal geschaut. Wirklich, ich liebe diesen Blick hier. Ich zeige dir nochmal. Ich finde, also das sieht jetzt, irgendwie sieht es nicht so schön aus, aber irgendwie, weiß ich nicht. Ich mag das eigentlich voll gerne und ich finde es auch irgendwie praktisch, dass ich so im Bürogebäude schaue. Weil dann ist da ja abends eh keiner mehr. Und keine Ahnung, so da auf der Seite sieht total toll aus und auch hier kann ich so durchgucken. Und ja, ich mag das immer wirklich richtig, richtig gerne. Ich finde es auch einfach perfekt geschnitten. Also ich habe dann hier irgendwie so eine große Fläche und dann vom Bett und so. Und da habe ich heute Morgen auch was gefilmt und so. Also das ist, I like it. Ich bin sehr, sehr happy hier. Und heute waren wir bei einer Poolparty. Poolparty von der Uni. Die hat einfach so einen Indoor-Pool und den haben sie quasi... Ja, da konnte man ein bisschen schwimmen und ein bisschen mit dem Ball spielen. Aber es war mega lustig und ja, hier sind auf jeden Fall sehr coole Leute. Und ich wollte, was wollte ich nochmal nachschauen? Ich hätte richtig Bock, richtig schwimmen zu gehen. Also einmal irgendwie wirklich ein bisschen sportlich zu schwimmen. Aber ich habe halt keinen Badeanzug und wenn, möchte ich es auch mit Kopfsprung machen, sage ich ehrlich. Das würde ich mir nochmal angucken. Und ansonsten gibt es heute eine Taco Night bei uns im Studentenwohnheim. Mega geil, da werde ich gleich mal hingehen. Ich habe allerdings heute ein bisschen Kopfschmerzen. Das war sehr nervig. Ich habe gerade schon mal ein bisschen geschlafen. Also ich habe so tief geschlafen, Wahnsinn. Aber ja, die Kopfschmerzen sind noch nicht weg. Ich finde es aber irgendwie abends immer unnötig, eine Kopfschmerztablette zu nehmen. Wir haben es jetzt nämlich schon 18.30 Uhr. Da denke ich mir immer so, jetzt brauche ich auch keine mehr. Ja, genau. Aber so viel dazu. Und ich würde sagen, ich beende den Vlog dann auch an der Stelle. Ich habe jetzt schon ein bisschen mitgenommen und ihr habt, ja, ein bisschen was gesehen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wie gefallen euch die Vlogs aus Brisbane? Was sagen wir dazu? Ich bin sehr gespannt, was wir die nächste Zeit noch so erleben. Und ja, freue mich, euch dabei ein bisschen mitzunehmen. Also, ihr Mäuse, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Fühlt euch alle gedrückt und ein dickes Küssen an euch alle.